Eine Waffe, die ich lange nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dabei ist es eine richtig gute Waffe, ist die Lachmann MP, die MP5. Den neuen Namen finde ich immer noch ein bisschen komisch und das ist die Klasse, die ich spiele. Ich habe hier diesen VLK LZR Laser dabei. Der sorgt dafür, dass man 10% schneller anvisiert und 10% schneller aus dem Sprinten bereit ist. Ist ein wirklich guter Laser. Dann habe ich den Falkenlauf mit dabei. Der sorgt dafür, dass ich ein bisschen schneller anvisieren kann. Das 40-Schuss-Magazin habe ich ausgerüstet. Das ganz große Magazin ist zu langsam, finde ich. Und das Standardmagazin mit 30 Schuss hat ein bisschen zu wenig Schuss und 40 ist dann ein ganz guter Mittelbereich, finde ich. Als Unterlauf habe ich den Sharkfin-Unterlauf dabei. Der hat keine Nachteile und sorgt dafür, dass die Zielstabilität ein bisschen verbessert wird. Das ist das Waffenbewegen, wenn man anvisiert. Und das ist auch aktiv, wenn man die Waffe abfeuert, hier in MW2, war bei alten CODs anders. Und dementsprechend sorgt diese Bewegung der Waffe dafür, dass man auch während dem Feuern ungenauer schießt. Und da ist natürlich der Aufsatz hier ganz praktisch, der verringert diesen Effekt, ohne dass es irgendwelche Nachteile gibt. Ich finde, da muss man ja doch immer ein bisschen aufpassen bei MW2. Bei manchen Aufsätzen sind die Nachteile einfach so hoch, dass sich die Aufsätze gar nicht lohnen. Und als Visier habe ich das Kronen Mini Pro Visier mit dabei. Nach wie vor mein Lieblingsvisier. Das bekommt man, wenn man diese eine Shotgun auf Level 7 spielt. Und das ist halt ein Blaupunktvisier mit einer wirklich guten Sicht. Und wenn ich meine Waffe tune, dann ist das immer der einzige Aufsatz, den ich tune. Hier ist es dann so, dass ich auf Fern stelle. Das sorgt dafür, dass das Visier ein bisschen nach vorne geht. Ich finde, man hat dadurch eine bessere Sicht. Und es ist so, dass der visuelle Rückstoß ein bisschen reduziert wird. Und das ist schon angenehm in einem Game, wo es ziemlich viel visuellen Rückstoß gibt. Also das würde ich immer empfehlen. Testet die Klasse auf jeden Fall mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Klasse findet. Und jetzt ganz viel Spaß mit einer wirklich schönen Streak, wie ich finde. Mal schauen, was die Waffe kann, wie ich sie gebaut habe. Ich glaube, das Magazin ist vielleicht ein bisschen zu groß. Ich glaube, wenn ich da ein Magazin nehme, das ein bisschen kleiner ist und ein bisschen flinker ist, dann tut das der Waffe gut. Wobei dann sowas vielleicht nicht mehr möglich ist. Ja, fühlt sich viel besser an. Oh, das ist keine gute erste Runde, das muss ich wirklich sagen. Ich habe zwar diese ersten 3 Kills gemacht, aber jetzt fühlt sich das Game gerade ein bisschen schrecklich an. Ich höre sie, ich höre sie. Die trampeln aber laut in dieser Lobby. Junge. Und zwar alle. Nice, Sabin. Gottkomplex, Grüße gehen raus. Er ist in meinem Team. Er gehört zu den Guten. Das freut mich doch. Wo sind sie? Wo sind sie? Nice. Gutes Ding. Wo ist der Gegner hin? Gegen wen hast du gekämpft? Manchmal kämpfen meine Mates gegen irgendjemanden, der dann einfach nicht da ist. Irritiert mich ja schon. Hier rechts ist einer. Hallo, mein Freund. Laser, Laser, Laser. Junge, die wollen mich ja sowas von haben. Ich sehe den Laser. Ich sehe den Laser. Hä, der kommt nicht? Doch, der kommt. Ich hab mich schon gewundert, wo er denn bleibt. So, jetzt mit Orbi. Eigentlich muss ich jetzt reingehen. Und den Orbi gut nutzen. Okay, 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 okay. Bis jetzt funktioniert's. Wenn ich jetzt den Speed aufrechterhalte, meine Freunde, dann könnte was reingehen. Der ist da im Eck. Das war zu knapp. Das war einfach zu knapp. Nope. Der wartet mir da ein bisschen zu krass auf mich. Hinter mir oder rechts? Teammates! Es ist Zeit für eine Drohne von euch. Dankeschön. Ich dachte für den Moment schon, die hauen jetzt keine Drohne raus. Da wäre ich ein bisschen sauer gewesen. Ich meine, ich habe einen Orbi rausgehauen. Das Mindeste ist eine Drohne. Findet ihr nicht? Oh, da war eine oben. Nein! Das war eine schöne Streak. Ich habe nicht drauf geachtet, aber das war eine richtig, richtig schöne Streak. Dass ich diese Nuke einfach nicht gebacken bekomme, erfüllt mich mit Traurigkeit. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich war in der letzten Runde auf jeden Fall weiter entfernt von der Nuke, als ich dachte. Es hat sich so angefühlt, als wäre ich irgendwie auf einer 25er Streak. Das war aber auf jeden Fall nicht der Fall. Okay. Da war ein Sniper in der Ecke.
Der ist doch über mir, oder? Ja. Nope. Nehme ich mit. Nice, dann haben wir die Drohne. Kommen die hoch? Noch nicht. Ich glaube, ich habe ganz kurz Zeit für dieses Ding. Alter, das dauert so lange mit dieser Munitionskiste in dem Game. Das dauert alles so lange. So, Überraschung von hinten. Den kriege ich leider nicht. Warte mal, nein. Habe ich jetzt für einen Spawnflip gesorgt? Haben wir jetzt hier diesen Shitty-Spawn? Autsch. Ich glaube, das war was von mir. Ich glaube, ich hätte mich gerade fast selber in die Luft gesprengt. Wie war denn das gerade? Kein Kill. Oh, der will mich so haben, der eine. Hä? Die spawnen da unten einfach. Nein! Hä? Wo hat der gecampt? So, Esmine. Der hat gerade was geworfen, der Arme. Ich kenne das Gefühl. Man ist in einer kleinen, süßen Aktion und kann einfach gar nichts mehr machen. Kommt der? Hinten. Aber hier kommen auch welche. Jetzt war ich der Typ mit der Aktion. Ich bin einfach noch die alte Drohne gewohnt. Die alte Drohne ist einfach ruckzuck bereit. Da muss man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Dieser Headshot-Sound ist halt nach wie vor unfassbar krass. Wie das reinscheppert. Das scheppert so krass rein. Die sind einfach die ganze Zeit hier weiter in der Ecke gespawnt. Hä? Das macht ja wirklich gar keinen Sinn. Nee, weg mit deiner Shotgun. Hä? Irgendwer hat mich angeschossen von hinter mir. Der kommt hier. Schön auf die Füßchen. Hä? Ist einer über mir? Ah ja, Tatsache. Gut, der ist, glaube ich, gequittet. Oh, ich habe den Sniper. Ich habe den Sniper ja sowas von. Wollt ihr kommen? Die müssen sich mal entscheiden, wo sie kommen wollen. Die splitten sich hier gerade ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Ich wollte eigentlich nur Munition aufnehmen. Das scheppert alles. Einer steht hier die ganze Zeit in der Ecke. Achso, nee. Der war, glaube ich, gedownt. Ich dachte, der campt einfach so richtig krass auf mich. Okay, warte. Komm, ein Stück noch. Ich wollte jetzt nicht, dass er komplett im Headglitch ist, wenn er gegen mich kämpft. Oh, das Ding scheppert so rein. Das ist ja nicht normal. Und schnell wieder raus. Da ist das Ding gewesen. Nice. Gib mir das. Nice. Okay, das muss ich ruhig runterspielen. Teammates, kommt. Haut eine Drohne raus. Irgendwas. Ich bitte euch.
Okay, das muss ich ruhig runterspielen. Ich hätte doch Zeit gehabt. Aber das war eine krasse Streak. Also die MP5, die geht auf jeden Fall rein. Und ihr solltet das Ding auf jeden Fall auch mal testen, würde ich behaupten. Die Klasse habt ihr gesehen am Anfang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es der Fall war, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.